Ja, dann schauen wir mal hier. Spott, für dich müssen wir noch Spot was ist ein trinken wenig kriegen. hungrig. Und was zu essen. Was trinken und zu essen. So, was machen wir noch? Komm, Spot, Reden. ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? Ja. Anfassen. Oh, okay. Ein Spot-Dings. Nur mit dem jetzt nochmal den Wohnwagen und so. Dafür haben wir Bruno. Hast du Spot schon was zu trinken gegeben? Nein, das mache ich noch. Und warum dauert das so lange? Alles muss man dir dreimal sagen. Ach, die können wir jetzt zu Spot befragen dann. Okay. Können wir auch Spot hier. Spot mit dem Eimer kombinieren. So, Spot, es wird Zeit, etwas zu trinken. Ist eine gute Idee. In dem Wascheimer voller Seife. Ui. Mahlzeit. Hat aber viel getrunken. Das ist eine kleine Kugel. Verwandle Spot und zu normal vom Google Spot. Augenschaft freigeschaltet. Okay. Wollen wir schütteln oder Spot wie? braucht kein Kostüm. Ich hatte immer, es endete seitdem. Wollen wir schütteln oder was machen wir mit dem? Wie funktioniert das hier? Hey. So ein bisschen reagiert er drauf. Hey. Freut sich drauf. Oh, aber irgendwie bringt das was oder? Müssen wir ein bisschen laufen. Okay, wir können erstmal mit Ben reden. Das würde ich sagen. Das ist mein Bruder Ben. Ich werde nie so gut jonglieren können wie er. Das sagt er mir bei jeder Mit Gelegenheit. interagieren. Jetzt nicht. Okay. Darf ich auch mal? Du und jonglieren? Ha, du würdest doch selbst deine Nase fallen lassen, wenn sie nicht festgewurzelt wäre. Jonglieren ist etwas für Macher, nicht für so zaudernde Grübler wie dich. Okay. Opa. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Okay. Jetzt nicht. Okay, reden wollen Der wir noch nicht Stuhl mit schaukelt ihm. schon lange nicht mehr. Ist nur der Opa, der schaukelt. Der Stuhl schaukelt nicht. Okay, ein Wohnwagen. In Opas Wagen köchelt bereits die Suppe für das Mittagessen. Man erkennt es am qualmenden Schornstein und an den herabplumpsenden Vögeln. Ja, wird wohl eine sehr leckere Suppe sein. Opa, darf ich in deinen Wohnwagen? Aber sicher, mein Junge. Du willst wohl schon von der Petroleumsuppe naschen, ha? Huh? Und wer will es dir verübeln? Mein Magen vielleicht? Petroleumsuppe? Ich glaube nicht, dass das Dafür haben wir gesund. Bruno. Okay, und das ist wahrscheinlich Bruno, das Zugtier. Okay, eine Tür. Die Tür ist morsch und undicht. Nachts zieht es wie Hechtsuppe. Ein Wunder, dass Opa nicht schon längst in einer Lungenentzündung gestorben ist. Tja, hier haben wir Socken. Die können wir uns noch angucken. Die können wir uns noch angucken. Ich habe Opas Socken schon tausendmal stopfen müssen, aber er weigert sich noch immer, die Fakirnummer barfuß durchzuführen. Aha. Darf ich mir etwas von der Wäsche mitnehmen? Rate doch mal. Ich tippe auf Nein. Bravo, du hast es erfasst. Und jetzt mach dich endlich nützlich. So, mitnehmen. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Okay, eine Hose. Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Okay. Darf ich mir etwas von der Wäsche mit? Rate. Ich tippe auf. Bravo! Und jetzt mach ich. Okay. Den Anzug können wir uns noch anschauen. Sauberer Nicht als so mitnehmen. wird der Anzug einfach nicht mehr. Ein Eimer. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt nein, das ist nur mein Spiegelbild. Oh.
Ich wasche meine Hände später. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Ich bin nicht durstig, zumindest nicht genug, um davon zu trinken. Darin wurde immerhin Opas Hose gewaschen. Okay, der Spot hat das. Finn hat leider recht. Spot hatte nur Durst. Getrunken. So wäre Spot ein prima Köder für die Feuerdrachenfalle. Leider ist die Falle viel zu klein für ihn. Okay. Eine Schaufel. Wollen wir bestimmt mitnehmen. Könnten wir vielleicht gebrauchen. Okay, hier geht's lang. Können wir den Spot mit irgendwas. Spot muss noch lange nicht begraben werden. Er ist viel robuster als meine letzten Haustiere. Böser Gedanke. Du hast doch nicht etwa vor, meinen Kompass umzugraben, oder? Eigentlich nicht. Nein. Gut so. Das ist auch ohnehin nicht nötig. Und du hättest auch keine verstörenden Entdeckungen gemacht. Ja, okay. Na dann, ich würde mal sagen, wir gehen hier hinein. Ihn hier gucken wir uns später an. Dorsch und undicht. Nachts zieht es wie Hecht zu einem Wunder. Ja. Hinein. Hinein sollst du. Oh. Okay. Was haben wir hier so tolles? Die Tür. Ein Haarnetz. Opas Haarnetz. Er benutzt es immer, wenn seine Haare nicht nass werden sollen. Zum Baden, zum Kochen und zum Schlafen. Okay. Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl von Läusen, die zwischen den Zähnen hin und her krabbeln, nicht wahr? Ja, lecker. Okay, wir haben sein Haarnetz. Braucht er eh nicht mehr. Opas neueste Kreation, Petroleumsuppe. Schwer bekömmlich, leicht entzündlich. Und außerdem eine Gefahr für alle niedrig fliegenden Vögel der Umgebung. Aha. Autsch, heiß. Opas neueste Petroleumsuppe, schwer bekömmlich und außerdem... vielleicht sollte ich Spot zuerst probieren lassen. Ist schon gut, Spot. Ich mach doch nur Spaß. Okay. Nicht mal Spot will. Okay, ein Gebiss. Das sind nicht seine dritten, sondern bereits seine fünften. An den letzten beiden war der Holzwurm. Und hier ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Aha. Nehmen wir es mit. Na toll, jetzt haben wir sein Haarnetz. Wir haben tolle Sachen im Haarnetz, sein Gebiss. Tolle Sachen haben wir im Winter. Ein Taschen. Wollen wir es auch noch mitnehmen oder was? Ja, sehr schön. Opa hatte schon immer ein Herz für Tiere. Ich lasse ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln, wäre sicher kein Spaß. Für uns beide nicht. Ach was. Kann man doch mal versuchen. Das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer Anleitung zum Köderfischen kocht. Okay. Können wir mitnehmen? Kochen ist Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angeboten hätte. Aber Ben wollte es nicht. Da kann man mal sehen, was für eine schlechte Meinung er von mir hat. Ich meine, Petroleumsuppe. Hallo? Tja, also, oh, hier haben wir einen kleinen Ball, der Feuer spuckt und eine Karaffe warm hält. Okay, interessant. Notizen. Noch mehr Rezepte. Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer... Tja, das sind tatsächlich so viel... Eine Flasche. Regenwurmblut. Die Flasche ist schon fast wieder leer. Da muss aber nur Regenwürmer bluten lassen. Unerreichbar, wie so vieles. Lieber nicht... Das Regenwurmblut muss noch für den ganzen Winter reichen. Als wir den Vorrat letztes Mal auffüllen mussten, lag Schnee. Es war die Hölle. Ein Augenglas, okay. Biberaugen. Opa benutzt sie zum Kochen. Er nennt das Rezept Augenschmaus. Ach du Schreck. Unerreichbar. Wieso?
Opa sagt, wenn man sich erst einmal dran gewöhnt hat, schmecken sie gar nicht so übel. Er sagt aber nicht, wie lange es dauert, bis man sich dran gewöhnt hat. Tja, 87 Jahre vielleicht, denke ich. Ich habe einen Audiokommentar. Ich muss ja gerade mal lachen, weil Marco hat mir gerade eben Brühwach erzählt, dass das Spiel ursprünglich Ich, der Kosmos heißen sollte. Er hat mir noch nicht erzählt, warum. Und er hat gesagt, das erzählt er ganz zum Schluss bei diesem, bei den Entwicklerkommentaren. Das ist ein Fakt, den hatte ich nicht gewusst. Und warum es so ist, das erfahren wir erst ganz zum Schluss, weil er euch natürlich nicht spoilern will. Nein, aber nein. Ich, der Kosmos, wäre auch ein guter Titel gewesen. Wäre auf jeden Fall gewesen. Ja, jetzt sind wir aber bei Oma, bei Opa im Wohnwagen hier. Genau, der Raum sollte halt typisch Adventure-mäßig werden. Er sollte vollgeknallt sein mit irgendwelchen lustigen, kleinen, witzigen Sachen. Zum Beispiel ein Stein, der einfach Feuer spuckt. Oder ein Frosch, der in einem, der wahrscheinlich schon als kleine Kaulquappe in irgendein Glas reingeschmissen wurde und dann gewachsen ist und dann riesengroß in einer Flasche drin ist. Was haben wir denn da noch alles so? Okay, was siehst du? Ja, ich sehe natürlich den großen Kessel mit der Petroleumsuppe. Und ich sehe gleich unser erstes Arschloch-Rätsel, gleich im dritten Raum. Und zwar, was für ein Rätsel? Beziehungsweise sehe ich jetzt gerade nicht, weil die Tür ist ja offen. Das wäre nämlich halt... Oh nein, ein Spoiler. Für alle, die jetzt den Kommentar angeklickt haben, bevor sie hier rätseln, haltet euch mal kurz die Ohren zu. Nein, wir halten uns die Ohren zu. In der Tür versteckt sich nämlich ein Korken. Riesen Arschloch-Rätsel, dass man die Tür halt erstmal wieder manuell zumachen muss, um dieses Item zu bekommen. Fand ich aber gut. Ist er fertig? Hervorragend. Und natürlich, besonders Spaß hat es mir gemacht, den Charakter von Opa auszugestalten. Zu Opas Hose werden wir wahrscheinlich noch ganz, ganz viel erzählen. So Mist. Das hat uns, glaube ich, allen Spaß gemacht. Aber dass Opa auch so ein bisschen mehr Abenteurer ist, als man ihm so optisch zutraut und halt irgendwie die mehr Tür, erlebt hat. Und halt irgendwie das meinte ich mit Spoilung. Das meinte ich. Mit dem tollen Holzgebiss und dem Haarnetz und so weiter. Großartig. Ja, schöner Raum. Ja, das meinte ich mit, erst wenn man sich sicher ist, dass man den Raum abgearbeitet hat, dann das ist ja. Mal gucken. Okay. Wir haben einen Korken. Ah, okay, und das war wahrscheinlich das Rätsel, dass man Korken mitnehmen muss, damit man braucht man irgendwo für es ist. Vielleicht müssen wir den mit Spot. Okay, gucken wir mal woanders für. So, sehr schön. Schauen, ob wir hier noch was gespoilert kriegen, oder? Hier haben wir nur eine Falle, die sollten wir uns vielleicht mal angucken. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Die Falle ist leer. Und das Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Aha. Du, Opa, haben wir noch Köder für die Feuerdrachenfalle? Leider nein. Ich habe die letzten Hai-Eier für ein Omelett benutzt. Oh je. Entzugt hier. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Man weiß es nicht. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. So, können wir ihm ein Gebiss einsetzen? Bruno hat Zähne so groß wie Dachschindeln. Bestimmt bin ich bald wieder an der Reihe, sie zu putzen. Okay, ein Korken. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz. Ja, ja. Okay, dafür brauchen wir einen Korken also nicht. Braucht Opa sein Gebiss vielleicht wieder zurück?
Brauchst du deine Zähne, Opa? Ach, wozu? Heute gibt es Suppe. Das stören die nur. Okay, also nichts. Brauchst du dein Haarnetz? Brauchst du dein Haarnetz, Opa? Nur zum Kochen, zum Schlafen und zum Baden. Also immer dann, wenn meine Haare nicht nass werden sollen. Nicht damit kein Haar in die Suppe fällt, sondern das ist nur damit die Haare nicht nass werden. Okay. Gesundheit. Kann ich mir dein Taschentuch ausborgen, Opa? Natürlich, Junge, bedien dich. Als ich jung war, lief mir auch immer die Nase. Seitdem, da hängt noch was aus seiner Jugend drin, wie ich es kenne. Nein, danke, ich brauche keinen Rückenkratzer. Seit diesem Unfall in der Hüpfburg ist mein Rücken aus Holz, wie du weißt. Aha. Okay, das hatten wir schon. Ein Schlüssel, hast du vielleicht eine Ahnung, wofür der ist? Die Türin hat offenbar keine Angst vor die nachts leise irgendeinem. Opa ist kein verschlossener Mensch. Im Gegenteil, er ist ein offenes Buch, bei dem allerdings langsam die Buchstaben verbleichen. Okay. Das zeige ich ihm lieber nicht. Er hasst es, wenn ich in seinen Sachen wühle. Okay. Dann hören wir uns mal den Audiokommentar an. Es ist gerade nur allzu klassisch, gleich im zweiten spielbaren Screen einen weiteren Protagonisten einzuführen. Und so haben wir es auch bei The Whispered World gemacht, dass wir nämlich hier die eigentliche Hauptperson des Spiels eingeführt haben. Ich glaube, sie ist auch auf der Schachtel der Special Edition abgedruckt, oder? Das wissen wir jetzt noch nicht. Ist noch nicht ganz entschieden zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir es hier gerade aufnehmen. Aber ich glaube, das wird tatsächlich der Werben. Der richtige Protagonist des Spiels ist draußen auf der Schachtel. Möglicherweise jetzt drauf, vielleicht auch nicht. Und zwar ist es nämlich natürlich Opas Hose. Okay. Die nämlich tatsächlich im Alleingang die Welt retten wird. Also ich muss euch jetzt einfach schon mal spoilern. Also Opas Hose wird nachher tatsächlich Punkt und seine Spoiler, das ist echt. Wir planten 4 Fortsetzungen von Whispered. Wir sollten mal die Hose mitnehmen. Achso, und dann ist natürlich auch noch Spot. Sollten wir mal was suchen. Der es wahrscheinlich nicht auf Cover schaffen wird. Also gehe ich mal nicht davon aus. Wen gibt's denn da noch so? Wir haben noch Bruno. Bruno ist das Zugtier der Wagen. Also das Haustier sozusagen eigentlich von der Zirkusfamilie. Was mit seinem Schnarchen eigentlich komplett den Raum abdeckt und total nervig ist. Aber wir wollten so. Ja, vor allen Dingen deswegen, weil Marco musste da halt nur diesen einen hell-olivton zeichnen und den halt als große Fläche und musste dann halt nicht so viel Rasen zeichnen. Marco hat mir mal verraten, dass er es gehasst hat, den Rasen zu zeichnen, weil er so viel Detail reingezeichnet hat. Und dann konnte er halt einfach die gesamte Fläche hell-olivgrün. Das war's. Du weißt ja nicht, was ich dahinter gemalt habe. Das weiß ich sehr wohl. Aber ich sag's hier nicht laut. Weil es hören ja vielleicht auch Kinder zu. Ach was. Ja. Kinder hören zu, das ist es. Das war ja. Oha, okay, was haben wir denn hier? Das ist noch gar nicht entdeckt. Aha, okay, sprich mit Ben. Okay. Sagt das Tutorial. Das Tutorial. Okay, sprechen wir mal mit Ben. Hallo Ben. Hallo Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben. Die zerklüfteten Felsen. Himmel, Sedwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Oh, hier haben wir jetzt die ersten Multiple Choice Fragen. Die erste Frage. Kiste. Sehr schöne Schriftrollen hier. Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, nach dem anderen. Weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende.
kann ich jemand anderes den Clown spielen. Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sehe es ein, Sedgwick. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedgwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Ja, aber... Wie wäre es denn? Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Tun gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Ja, wie wär's denn, was hältst du davon? Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Ja. Das halt. Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal, wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Tja, na dann. Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Räume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Ernst. Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Verrenn dich auf und mach dich nützlich. Gibt es etwas zu tun? Hast du etwa schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das, das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Tja, na dann. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Mura. Haha. Okay, ja. Jetzt haben wir das Tutorial bestanden. Jetzt kommen wir frei. Das war gar nicht so schwer. Das haben wir hinbekommen. So, die Hose. Wollen wir noch gucken, ob wir die mitnehmen können. Finger weg von der... Du machst sie ja doch... Okay, können wir nicht mitnehmen. Mai, auch ein Witz. Dass die die Welt verändern wird. Denke ich. Auf in die Welt. Wo willst du hin? Ich wollte mich ein wenig im Wald umgucken. Zuschauer suchen. Verlauf dich nicht. Keine Sorge. Ab in den nächsten Screen. Hä? Okay. Das hätte ich dir gleich sagen können bei deinem Orientierungssinn. Ja, jetzt sind wir erfolgreich im Kreis gelaufen. Hä? Das ist die blinde Kuh ohne Augenbinde. Können wir vielleicht hier entlang? Thank you.
Tja, könntest du dich einen Kompass basteln? Das sind Sachen, die wir schon haben. Und dann den Weg finden. Und wenn die Idee wert. Tut mir leid, ausgehend von... Von den vielen tausend Einsatzmöglichkeiten für Korken ist diese hier meinem Leben am ähnlichsten. Nutzlos. Okay. Erstmal die Korken mit allem. Immer wenn Opa mit Wein kocht, habe ich nachher Korken zwischen den Zähnen. Aha. Wenn ich mehr Korken hätte, könnte ich das Netz zum Fischen verwenden. Wobei es für ein Fangnetz nicht wirklich groß genug ist. Es hat eher Keschergröße. Können wir Kescher was machen, müssen wir bloß mehr Korken finden. Den sollte ich lieber nicht verbuddeln. Den brauche ich noch. Habe ich nicht schon genug kaputt gemacht? Von den vielen tausend ein Nutzlob. Opas Flaschen neu zu verkorken steht erst wieder. Schön, wenn es noch Sachen gibt, auf die man sich freuen kann. Okay, wir sollten mal in den Wohnwagen nachgucken. Vielleicht finden wir noch weitere Korken. Vielleicht können wir die Flasche entkorken. Ich lasse ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln wäre für uns beide nicht. Okay. Dafür haben wir Bruno. Okay. Einen eigenen Wohnwagen zurück. Hier sehe ich aber auch keine Sachen, die wir noch tun könnten. Ich komme nicht ran. So ein Pech. Die Schublade. Leer, wie alles, was mir... Okay, können wir dafür irgendwas für den Ofen gebrauchen? Können wir vielleicht hier... die Schaufel nehmen und den Herd aufmachen? Keine Chance. Ben hat bereits mehrfach versucht, den Ofen, und der ist viel stärker als ich. Wenn man nur irgendwie von innen rankäme. Wir müssen Angel basteln und basteln und dann von innen. Nein, der Ofen, und hier geht sowieso... Da muss man nicht... Okay, eine Korken reinstecken. Ich sollte das Ofenrohr nicht wahllos mit irgendwelchen Dingen verstopfen. Das letzte Mal hat der ganze Wohnwagen nach Rauch gestunken. Ich habe mich noch Monate später in den Schlaf gehustet. Och, der Arme. So, offensichtlich kommen wir hier nicht weiter.